Haben Sie nicht das Gefühl, Sie sagten selbst mal, die CDU soll eine moderne, eine diskussionsfreudige Partei werden. Das war auf diesem Parteitag zumindest nicht zu spüren. Diskussionen, keine Änderungsanträge, ein oder zwei, glaube ich. Nein, es gab auch gar keine Änderungsanträge für dieses Regierungsprogramm. Aber das ging nur, weil wir in Dresden im Herbst einen Parteitag hatten. Auf dem hatten wir über 1000 Änderungsanträge zu unserem CDU-Programm. Und wegen dieser sehr guten Vorarbeit und einer langen, langen Arbeit in vielen Kommissionen, zum Beispiel zur neuen sozialen Marktwirtschaft, ist das möglich gewesen, jetzt dieses Regierungsprogramm so aufzuschreiben, dass es gemeinsam getragen wird. Eine Legislaturperiode hat Phasen. Wir mussten uns programmatisch erneuern. Und jetzt ist sozusagen der Einstieg in die heiße Phase des Wahlkampfes. Nun gab es ja im Vorfeld des Parteitags sogar noch am Wochenende die Einwürfe, sage ich mal, von dem einen oder anderen über unterschiedliches Reformtempo. Die einen sagten, weil die unter Umständen, nicht nur unter Umständen, sondern Landtagswahlkämpfe vor sich haben, also lieber nicht so schnell reformieren, sonst verlieren wir die Sympathie. Unterstützen Sie das als Parteivorsitzende oder sagen Sie nein von Anfang an, direkt am ersten Tag? Wir fangen natürlich am ersten Tag nach einer gewonnenen Wahl an, unsere Programmatik umzusetzen. Wir haben im Übrigen auch sehr klar unterschieden, was wollen wir gleich für 2003 in Angriff nehmen und was kommt später erst dran. Und insofern gibt es da gar keine Unstimmigkeiten. Das hat der Parteitag jetzt auch noch mal sehr deutlich gemacht. Wir wären ja wirklich nicht ganz bei Trost, muss ich mal sagen, wenn wir gewählt würden, um anschließend dann nichts zu tun. Wir haben das Motto Zeit für Taten. Und deshalb ist ganz klar, was im Regierungsprogramm steht, wird schnellstmöglich umgesetzt. Und alles andere, was da noch im Hintergrund waberte, ist mit diesem Parteitag vollkommen klar, dass es da nichts gibt. Das Regierungsprogramm ist unser Angebot an die Menschen. Und weil es um die Menschen geht und die Menschen ja nicht unterscheiden, ist es nur eine Bundestagswahl, eine Landtagswahl, ist es für beide Sorten Wahlen auch ein gutes Programm. Sie haben in Ihrer Rede gesagt, Zuwanderung wird ein Wahlkampfthema. Edmund Stoiber hat es in seiner Rede heute gesagt, ja, man wird auf dieses Thema zugehen. Haben Sie nicht die Sorge, dann von der falschen Seite, also von der populistischen Ecke, plötzlich bei einem so schwierigen Thema den falschen Zuspruch zu bekommen? Nein, die Sorge habe ich nicht, weil wir mit allen Themen und auch mit dem Thema Zuwanderung sehr verantwortlich umgehen und weil wir zwei Probleme haben. Das eine Problem ist eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Das heißt, wir müssen versuchen, die Menschen in Deutschland erst einmal mit einem Arbeitsplatzangebot zu konfrontieren, ihnen eine Chance zu geben. Und zum Zweiten die Frage der Integration der ausländischen Jugendlichen und Kinder in die Schulen, in die Ausbildungsberufe. Und das sieht, glaube ich, jeder, dass das jetzt erstmal der Schwerpunkt sein muss. Und darüber werden wir sprechen. Sollte es denn zu einer unionsgeführten Regierung kommen, dann verwundert einen, dass über einen potenziellen Koalitionspartner, und das liegt ja wohl die FDP nahe, da die große Koalition von Edmund Stoiber heute und wahrscheinlich auch von Ihnen abgelehnt worden ist, könnte es nur die FDP sein, aber darüber haben Sie gar nicht gesprochen in Ihrer Rede. So gut wie nicht, sagen wir es mal so. Nein, wir kämpfen für uns. Wir haben ja keinen Koalitionswahlkampf. Wir kommen aus der Opposition. Wir wollen stärkste Kraft werden. Wir wollen die stärkste Bundestagsfraktion stellen im Deutschen Bundestag. Daraus ergibt sich dann eine Kanzlermehrheit. Und deshalb ist das unser Sinnen und Trachten. Wir haben uns dort auseinandergesetzt mit der FDP, wo es notwendig ist. Ich habe noch mal deutlich gemacht, mit Populismus werden wir keine Stimmen fangen. Wir integrieren Menschen, aber wir bedienen nicht dumpfe Ressentiments. Und ansonsten führen wir die Sacheauseinandersetzung mit jeder Partei und wenn es Not tut, auch mit der FDP. Auf Ihrem Parteitag hat auch Helmut Kohl gesprochen. Wenn ich die Zeichen richtig deute, ist das auf Ihre Initiative hin geschehen, zum 17. Juni. Man hatte den Eindruck, dass die Delegierten ihn gerne rehabilitieren würden, also zurück in die Partei haben würden, aber die Namen der Spender hat er ja noch gar nicht angegeben. Wie sehen Sie das? Ist es eine Rehabilitierung oder eine Art Zurückführen in die Familie? Ich glaube, dass Fehler gemacht wurden, das ist unbestritten, aber dass das Auftreten von Helmut Kohl hier nochmal deutlich gemacht hat, wir sind eine Partei mit Geschichte und wir stehen zu unserer Geschichte und zu dieser Geschichte gehört Helmut Kohl mit 16 Jahren erfolgreicher Kanzlerschaft für die Bundesrepublik Deutschland und das wollen die Delegierten gewürdigt haben, weil sie das auch als Teil ihres Lebens, die meisten sind sehr lange schon in der CDU, begreifen und das waren gute Jahre und insofern muss man da einfach unterscheiden und dieser Parteitag hat deutlich gemacht, Helmut Kohl ist der Bundeskanzler gewesen, der die deutsche Einigung gestaltet hat, der für Europa viel getan hat. Und das werden die Christdemokraten nicht vergessen. Letzte Frage zu Ihrer persönlichen Zukunft. Sollte es zu einer unionsgeführten Regierung kommen, werden Sie dann zusätzlich zur Parteivorsitzenden auch noch Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag? Also ich sage eins ganz klar, wir arbeiten jetzt die 96 Tage sehr hart und wollen gewinnen. Und ich verteile überhaupt gar keine
Kosten, also Fälle des Bären, die nicht erlegt sind. Friedrich Merz hat das selber heute gesagt und das eint uns. Wir schauen jetzt zum 22. September und in diesem Sinne kämpfen wir. Vielen Dank für das Gespräch. Das also war's, aber war's das wirklich in Frankfurt? Nein. Denn da war noch ein historischer Auftritt von einem, der nun doch wieder an Bord geholt werden sollte, der Altbundeskanzler Helmut Kohl. Angela Merkel selbst, so ist zu hören, hat ihm diese Brücke gebaut für eine wohl letzte Rede auf einem CDU-Parteitag. Und das war gestern am 17. Juni.